Nun geht's also wieder los. Mit diesen Worten hat an diesem Freitag Dr. Hans-Dieter Fischer den diesjährigen Hagener Weihnachtsmarkt eröffnet. Trotz des Regens kamen viele Menschen in den Volkspark zur Konzertmuschel, um sich die Eröffnung des Weihnachtsmarkts nicht entgehen zu lassen. Lieber Dirk Wagner, lieber Jürgen Gläser, lieber Landesabgeordnete Hubertus Thramer, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nun geht's also wieder los. Zum 45. Mal hebt sich der Vorhang für den Hagener Weihnachtsmarkt. Groß und Klein haben diesen Termin entgegengefiebert. Sie alle erwarten auch in diesem Jahr ein weihnachtliches und stimmungsvolles Angebot auf dem Weihnachtsmarkt zwischen dem Friedrich-Ebert-Platz und dem Adolf-Nassau-Platz. Meine Damen und Herren, ich bin mir ganz sicher, Sie werden auch in diesem Jahr nicht enttäuscht. Seit nunmehr 10 Jahren befragen wir die Besucher des Weihnachtsmarktes nach ihren Eindrücken und die Bewertung ist Jahr für Jahr besser geworden. Sie wird vielleicht noch mal so gut wie mein Abiturzeugnis, da denke ich dran. Meine Damen und Herren, der gute Gesamteindruck des Weihnachtsmarktes fällt auch in der Vorweihnachtszeit nicht vom Himmel. Dahinter steckt viel Herzblut und Arbeit, sowohl auf den Seiten der Schausteller als auch bei zahlreichen weiteren Beteiligten aus Wirtschaft, Polizei, Kultur und Stadtverwaltung, wie es Dirk Wagner eben bereits sagte. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle all denen danken, die bereits seit Monaten, und das manchmal durchaus bei Temperaturen von 30 Grad, den diesjährigen Weihnachtsmarkt vorbereitet haben. Mein Dank gilt hierbei in erster Linie den Schaustellerinnen und Schaustellern sowie dem Arbeitskreis Wir Weihnachten. Und besonders freut es mich, dass Dirk Wagner und seine Mitstreiter es bereits seit Jahren schaffen, trotz großer Konkurrenz solche Höhepunkte wie das Riesenrad und die Rodelbahn auf den Weihnachtsmarkt zu holen. Lieber Dirk, das macht ihr ganz großartig. Dabei habt ihr trotz des Regens einmal einen richtig herzlichen Beifall verdient, meine Damen und Herren.